Die Rotax DD2-Klasse macht sich auf den Weg pünktlich. Um 14.15 Uhr sind sie jetzt auf die Reise gegangen in ihre Formations- und Einführungsrunden. Zwei Stück nämlich an der Zahl. Und das hier ist die Startaufstellung. Die Aufstellung, die nach der Ermittlung der Pole Position im Zeittraining sich ergeben hat. Luca Weber, 53,988, der schnellste im Feld. Er startet von der Pole Position in das Rennen hinein. Pilot mit der Startnummer 433. Ihm zur Seite gestellt Nico Handke vor Timika Metz und Yannick Jakobs. Nikita Gänse und Mats-Jörn Oberhoff in Reihe Nummer 3. Vor Bennett Demmler und Joey Hansen. Ronny Göttler und Robert Chopian. Olivier Kampwert und Jan Eckstein. Henry Lindloff und Malte Schlatterer in Reihe Nummer 7. David Giruk und Luis Koch in Reihe Nummer 8. Vor Cedric Loretz und Jan Müller. Noah Stretz und Yannick Kielanski. Vor Maximilian Adolf und Marek Mark. Ben Amor Möhmen und Rudi Freis gemeinsam aus der 12. Startreihe von Mika Schwänen und Luca Schade. Und zum Abschluss dann noch Daniel Lansch. Unsere 27 DD2-Piloten, wobei der schnellste Clubsportfahrer an der gesamt 11. Position sich einrangiert hat. Olivier Kampwert, der Pilot mit der Startnummer 417. Wir haben im Rennen oder im Vorlauf der Senioren und auch Junioren gesehen, dass die in Fahrtrichtung rechte Reihe deutlich, deutlich besser wegkommt als die in Fahrtrichtung links. Das könnte ein großer Vorteil für Luca Weber und Timika Metz sein und ein sehr großer Nachteil für Nico Handke und Yannick Jakobs. Fällt unmittelbar bevorstehend der Start 10 Minuten plus eine Runde Renndistanz lautet die Fahrzeit, die auf dem Programm stehen wird. Fällt jetzt auf Start und Ziel ein und wird dann gleich auf die Reise geschickt werden. Es geht durch die Korridore hindurch. Die Ampel ist außen, damit der Start freigegeben. Sehr, sehr guter Start für Timika Metz, der sich wohl bis an die zweite Position fahren kann. Ja, Yannick Jakobs, der gibt da noch nicht auf. Also wir haben vorne an der Spitze den Kraftmotorsportpiloten Luca Weber. Und dann müsste es eigentlich Timika Metz sein. In der zweiten Position. Oder ist das Yannick Jakobs? Jakobs auf 2, okay. Und hier sehen wir ein Duell um die dritte Position zwischen Nico Handke und Timika Metz. Mit dem erstmal besseren Ausgang für Metz. Erste Runde ist beendet. Nikita Gänse ist das. Metz ist bis an die 7. Position durchgereicht worden. Überhaupt kein Start für Timika Metz, der 4 Positionen dort verloren hat. Es fehlt uns Luis Koch, der das Kart abstellen musste. Nach 2 bzw. 3 Kurven war da schon das Ende dieses Rennens für ihn angesagt. Sehr, sehr früh und sehr, sehr ärgerlich vor allem. Nico Handke führt dieses Feld hier an vor Yannick Jakobs und Nikita Gänse. Dann erst Luca Weber, Joey Hansen und Timika Metz, Mats-Jörn Oberhoff, Ronny Göttler, Robert Chopian und Bennett Demmler. Das ist die Top 10. Der Spitzenreiter Nico Handke.
in Wackersdorf nur im Qualifying unterwegs. Schon in den Präfinalläufen und auch in den Heats war er gar nicht mit dabei. Umso schöner, dass er jetzt hier mitfahren kann und das gleich mal ganz vorne mit in der Spitzengruppe als Führender. Handke mit einer sehr, sehr ordentlichen Vorstellung. Das macht er wirklich, wirklich gut. Nico Handke, der Erste, der sich aus der in Fahrtrichtung links, linken Startreihe da durchsetzen konnte. Gemeinsam mit Yannick Jacobs wird er dort in Führung liegend gezeigt, auch auf den Bildern, die wir zu Gesicht bekommen. Dahinter Nikita Gänse. Der Wuppertaler versucht alles, um die beiden da vorne an der Spitze zu stören, Handke und Jacobs. Luca Weber und Mika Metz an der vierten und fünften Position, während Metz aber eher nach hinten schauen muss und Marcion Overhoff dort hinter sich hat. Luca Weber währenddessen kann er eher nach vorne blicken. Nach hinten Luft. Will gerne nach vorne die Lücke wieder schließen. Apropos schließen. Geschlossen hat Nikita Gänse die Lücke nach vorne. Hier bekommen wir das Format füllend im Bild angezeigt. Kann jetzt Nico Handke bzw. erstmal Yannick Jacobs unter Druck setzen und vorbeigehen. Und jetzt ist der Nächste vor ihm, Nico Handke. Nikita Gänse, auch der hatte sich vom Saisonauftakt in Wackersdorf mehr versprochen. Lediglich als Tabellenzehnter wieder abgereist. Dann der amtierende Meister, Yannick Jacobs, sehr, sehr ordentlich unterwegs ist. Im Moment in der dritten Position, macht das ähnlich wie letztes Jahr. Sich gar nicht groß in Streitereien und Kämpfe verwickeln lassen. Lieber mal Platz 3 mitnehmen. So wie jetzt aktuell. Knappe 3 Minuten vor Ende dieses Rennens. Kommt er über den Zielstrich direkt hinter Nikita Gänse.
der es aber nicht schafft, sich zu lösen und auch nicht schafft, heranzufahren an Nico Handke. Halbe Sekunde liegt zwischen den beiden noch. Zwischen Platz 1 und Platz 2. Drei Runden werden es noch sein. Der einzige Niederländer im Feld, Joey Hansen, im Moment in der 7. Position. Schnellster Clubsportfahrer ist Cedric Loretz an der 12. Zeit, sie läuft herunter. Sie läuft für Nico Handke. Der wohl auf dem Weg ist, diesen Lauf hier für sich zu entscheiden. 3,5 Zehntel noch der Vorsprung. Verschiebt sich Nikita Gänse immer näher heran. Aber es ist eben nicht mehr weit. Im Gegenteil. Schwarz-weiß kariert ist schon draußen. Und da kommen sie, die erfolgreichen Piloten. Nico Handke gewinnt vor Nikita Gänse. Und Yannick Jacobs diesen DD2-Lauf. Luca Weber, Mats-Johan Overhoff, Tim Mika Metz und Joey Hansen bis an die 7. Position. Ronny Göttler und Robert Chopian vor Jan Eckstein als 10. Platzierter. Und so kommen sie dann alle. Langsam aber sicher über Start und Ziel und dürfen sich feiern lassen für ihre Resultate. Das hier das Gesamtresultat nochmal eingeblendet. 3G Racing und Nico Handke gewinnen vor Dürr Motorsport und Kraft Motorsport mit Nikita Gänse und Yannick Jacobs. Kartsport Haier, Luca Weber vor Dürr Motorsport in doppelter Manier mit Mats-Johan Overhoff und Tim Mika Metz. RTM Racing Team Markgraf mit Joey Hansen in der 7. Position vor Kart Performance Racing und Ronny Göttler. Das also das Resultat. Es geht weiter um 14.35 Uhr mit dem DD2 Master, die DD2-Klasse um 16.35 Uhr auf der Strecke und auch jetzt wieder kurzes Break, wir sind gleich wieder zurück.